So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück im Krypto Café. Mein Name ist G und legen wir direkt los zu den Tagesthemen. Also, was ist gestern großartig passiert? Die Kursen an den Währungsbörsen haben sich ein bisschen stabilisiert. Also Bitcoin, Ethereum haben sich so bei Bitcoin bei 40.000, Ethereum so bei 2,7, 2,8 eingependelt. Bin ich der Meinung, dass der Rückwärtsgang oder der Crash vorbei ist. Also es steht Wochenende bevor, ja, die Volumen gingen zurück und da ist natürlich die Kurse, das sind die Kurse natürlich noch leichter gegenüber Manipulationen. Und also meiner Einschätzung nach könnten wir tatsächlich nochmal ein Stück nach unten rutschen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir nicht nochmal bei der 30.000 ankommen werden. Also wer bis jetzt noch kein Bitcoin und kein Ethereum gekauft hat, könnte tatsächlich übers Wochenende meine Meinung, ja, also bitte nicht als Kaufentscheidung nehmen, könnte tatsächlich noch mal eine Kaufgelegenheit bekommen. Aber selbst zu den jetzigen Kursen, wenn ihr ein Stück zurückguckt in der Historie, wir sind bei Bitcoin etwa an der Stelle angekommen, wo wir ja Februar, März waren, ja, und das ist schon ein super guter Kurs, ja, für alle, die sagen, oh, ich habe damals verpasst, ja, wo der Elon Musk praktisch mit Tesla eingestiegen ist. Ihr habt hier einen sehr guten Kurs, aktuell sogar, und ich bin der Meinung, dass zumindest in diesem Bullenmarkt, den wir aktuell noch haben, wir vermutlich nicht nochmal so einen großen Sturz nach unten sehen werden. Was danach passiert, kann ich nicht sagen. Ja, insgesamt für langfristige Anlage sowieso wird Bitcoin viel höher stehen. Das ist meine Meinung. Und kurzfristig, wie gesagt, in den nächsten Tagen könnte der nochmal nach unten rutschen, muss aber nicht. Wie gesagt, ist Wochenende. So, jetzt nochmal zurück zu den Bunny-Geschichten. Da habe ich gestern schon zwei Sendungen zu gemacht. Die sind aktuell immer noch am Arbeiten. Bevor ihr dahin geht und auf irgendeinen Pool geht und versucht, euer Geld da rauszuziehen und das vielleicht fehlschlägt und ihr die Gebühren umsonst bezahlt, auch wenn es nur ein paar zig Cent sind, ja, klickt auf die Contracts. Ja, das sind praktisch die automatischen Verträge, die dahinter hinter diesen Pools stecken. Klickt auf die Contracts, guckt euch an, ob die letzten Transaktionen durchgegangen sind. Ja. Und wie ihr hier seht, waren davor alles rot und wenn ihr auf eine der roten Transaktionen klickt, dann steht hier Cannot perform while contract is paused. Ja, das ist diese 24-Stunden-Sperre, die die reingemacht haben gestern, nachdem die gehackt worden sind, nicht gehackt, aber ausgenutzt worden sind. Und da war der noch nicht aufgehoben. Und hier sehe ich schon, zum Beispiel sind schon mittlerweile wieder gelbe. Nein, ist auch noch paused. Das heißt, ja, bevor ihr also eure Gebühren verschwendet für eine Transaktion, ne, wo es nicht funktioniert, klickt erst drauf und guckt euch an, ob das schon wieder aufgehoben ist. Und ich bin nochmal, kann ich für euch nochmal durch die, deren, na, wie heißt es denn, Compensation Plan gehen. Die haben gestern tatsächlich einen Plan, ziemlich umfangreichen Plan veröffentlicht. Finde ich schon mal an der Stelle positiv. Das war vor ein paar Wochen und Monaten, als Autofarm endlich gecrashed ist. Ja, haben die nicht so schnell einen Kompensationsplan rausgebracht und die haben nur fast 2 Tage lang gesagt, ja, wir werden nach einer Möglichkeit suchen zu kompensieren und so weiter und so fort. Ja. Die Umstände waren ein bisschen anders, aber letztendlich bleibt das Ergebnis das gleiche. Ja, in beiden Fällen wurden Fonds von Anlegern verloren und ja. In kurz und knapp, die sind bereit, praktisch durch mehr Ausschüttung, beziehungsweise durch zusätzlichen Tokens, die wollen einen neuen Token erschaffen und natürlich durch einen neuen QFI-Token von einer anderen Plattform, die Anleger, die zu dem Zeitpunkt des Verlustes zu entschädigen. Meiner Meinung nach ist ein guter Anfang auf jeden Fall, wie sich das letztendlich herausstellt, das heißt, ob man tatsächlich auf den vorherigen Wert kommt, was man angelegt hat. Ist definitiv dahingestellt, ja, weil es ist sehr viel verloren worden, also meiner Meinung nach. Ich habe nach meiner Einschätzung, ich war ja auch in den Pools angelegt, sind es ca. 75% von der Anlage, die ich in den Pool hatte, die verloren gegangen sind. Und ob dieser Kompensationsplan, was die hier herausgebracht haben, das ausreicht, müsste man gucken, weil ich sehe da ein, zwei, ja, sagen wir gelbe Ampeln. Das Problem ist, die erhöhen jetzt
die Ausschüttung der Bunny-Token. Ja? Das heißt, früher war das, wenn ihr euch in die Bunny-Dokumentation mal reinlesen wollt, steht auch hier, war früher 3 Bunny pro BNB, was angelegt wurde, ja, als Ausgabe. So, und jetzt erhöhen die das auf 12,5. Und das Problem bei höherer Ausschüttung ist natürlich, dass der Token zwar mehr in Umlauf kommt, ja, das heißt, die Leute, die dort ihr Geld hinterlegen, ja, in dem Bunny Pool zum Beispiel, seht ihr schon hier aktuell bei über 4000%. Ja. Das sind diese Werte, die man zum Beispiel auch bei sehr frühen Pools auch auf Pancakes vorfindet. Aber das hält sich nicht. Ja. Diese Prozente sind eigentlich nur da, um neuen Investoren anzulocken. Ja. Kann ich verstehen. Ist viel Furcht und Unsicherheit drin und die wollen natürlich die noch drin sind, behalten durch diese hohen Rendite und natürlich andererseits neue Anleger. Es kommen täglich neue Millionen neue an Fonds dazu, ja, also an Kapital und die wollen natürlich diese Leute anlocken möglichst. Ja. Und je höher diese gesamte Anlagewert bei denen, desto seriöser sehen die aus und entsprechend ziehen die auch mehr Leute an. Und aber diese Rate allein durch Ausschüttung von mehr Bunny-Token, das sehe ich zumindest langfristig nicht als gegeben, weil ne, das ist wie Inflation. Wenn du zu viel Geldscheine druckst, geht der Wert schneller zurück, wenn eben die Kaufkraft nicht da ist. Und es müsste meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel Kapital hier reinfließen bei Bunny, damit diese zusätzliche Ausschüttung von Bunny Token auch gerechtfertigt ist, ja. Und die haben gesagt, das wird erstmal in den nächsten 90 Tagen so sein mit diesem Rettungsplan. Und ja, wir gucken, wie sich der Kurs entwickelt, ja, ob der tatsächlich auch stabil bleibt, nach oben geht. Manche sagen, der wird schnell in die 100 schießen, andere sagen, der wird crashen. Nun ja, also ich bin wie gesagt selbst da drin und mit dem Geld, was jetzt noch drin bleibt, lohnt es sich auch nicht für mich da jetzt rauszugehen. Ja, deswegen bleibe ich da drin und gucke einfach, wie weiter passiert. Und denk dran, dieser Wert, je größer der Pool wird, ne, desto geringer wird dieser Wert, weil natürlich die Fees, die gesammelt werden, auf mehr Leute verteilt werden müssen und jeder dann entsprechend weniger bekommt. Das ist der erste. Der zweite Punkt ist natürlich, die wollen diese P-Bunny-Token ausschütten. Für alle, die zu dem Zeitpunkt von dem Exploit ja, betroffen worden waren. Und das war, sagen die hier, 45 Millionen, die verloren gegangen sind. Und das Problem bei diesen P-Bunny-Token ist, dass man den erst nach 90 Tagen umtauschen kann gegen normale Bunny-Token. Zwar mit einem Rabatt, das heißt, du bekommst ein bisschen mehr Token, als er eigentlich sein sollte, aber ne, das ist auch das gleiche Problem. Die 90 Tage könnte natürlich der Bunny Token wieder ähnlich dem alten Stand sein, ja, oder der kann aber auch so jetzt wie jetzt bleiben und noch nach unten gehen. Bei Autofarm damals war das auch in etwa 3-4 Wochen, ja, hat sich der Kurs erholt, nicht auf den vorherigen Stand vor dem Crash, aber immerhin zu 70-80%. Und Ich hoffe wirklich für Bunny, dass die auch schaffen, sich zu erholen wieder und dass die Marketing, das heißt Marketing, dieser ja, Kompensationsplan aufgeht. Ja. Weil wenn der Bunny Token nach 90 Tagen weiterhin bei 30 Dollar oder sogar dort drunter steht, hat man auch nichts davon, dass man jetzt diese P-Bunny Token geschenkt bekommt. Als Entschädigung, weil ne, du hast dann trotzdem statt 65-60% verloren von deiner Anlage. Und das ist ja weit unter dem, was man eigentlich erwartet. So, und dann ja, gibt es hier noch einige Rechnereien. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne durchgehen. Aber wie gesagt, insgesamt, meiner Meinung nach, ist viel abhängig davon, wie sich insgesamt diese Bunny entwickelt. Ja. Und meine größte Sorge ist natürlich, ob die auch diese Contracts, die betroffen sind und die gegenüber solchen Angriffen offen sind, ob die gefixt haben. Das ist die größere Frage. Ich habe darauf noch keine konkrete Antwort bekommen. Ich werde weiter dranbleiben für euch und falls ich Neuigkeiten haben, werde ich das natürlich direkt hier posten. So viel dazu. Bunny, gehen wir zum nächsten Punkt. Ich habe das gestern gelesen
dass die USA natürlich, die sind dabei, IRS ist in den USA so wie bei uns das Finanzamt, ja. Die sind dabei, Regeln aufzustellen, um die Kryptowährungen zu kontrollieren, nicht zu kontrollieren, aber zu besteuern in erster Linie, ja. Verständlich, wenn man sieht, welche Volumen aktuell über die Kryptobörsen gehen und vor allem, wie viel Geld reinfließt, ja. Da wo, ich meine, war, das ist auch, was immer die ganzen Leute sagen, ne? Die ganzen Länder, die sagen, ja, wir verbieten Kryptowährungen, wir verbieten Börsen und auch die Gründe, die anbringen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Warum sowas verbieten, wenn die Leute sowieso auch woanders handeln können? Ja? Und zweitens, warum verbieten, wenn man das kontrolliert erlauben kann? Ja? Kontrolliert heißt, man kontrolliert einfach die Börsen, wo die Gelder reinfließen und rausfließen und da kassiert, kann man so viele Steuereinnahmen zusätzlich generieren, das macht überhaupt keinen Sinn aus meinen Augen zu sagen, ja, wir verbieten jetzt die Kryptowährungen oder die Börsen, ja. Das würde Sinn machen, wie in China zum Beispiel, ja, was die jetzt da planen, die eigene digitale Währung, dass die zum Beispiel keine Kryptowährung als Alternative oder das Flüchten des Kapitals in die Kryptowährung verbieten wollen, ja. Aber für alle anderen Länder, ja, das wird auch definitiv hier kommen. Ja. Momentan gibt es da keine strikte Regelung. Es gibt nur so ansatzweise. Da könnt ihr gerne ein bisschen auf YouTube, da gibt es viele gute Seiten. Finanzfluss ist eine der Seiten zum Thema Besteuern von Krypto. Ja. Das heißt auch für alle, die gern traden und jetzt anfangen mit Krypto zu traden, weil Krypto einfach mehr Bewegungen hat als Aktien und entsprechend auch schneller Gewinne, beziehungsweise ne, Verluste nicht vergessen, generieren können, fangen viele Trader auf Krypto an. Denkt dran, ja, die Besteuerung da ist nicht so klar. So, das ist zum Thema Finanz, Steuern. Hier habe ich was Interessantes und zwar gestern. Ja, ihr seht hier, da wo der gecrashed ist. Was ist da passiert? Da ist eine Rekordmenge von 5 Milliarden. 5 Milliarden. Ja, nicht Millionen, nicht 100 Millionen, sondern Milliarden. 5 Milliarden US-Dollar als Stablecoin in die Kryptobörsen eingeflossen. Was heißt das für uns konkret? Naja, gut, Stablecoins sind diese 1 zu 1 Abbildung, zum Beispiel US-Dollar, weil alle anderen Währungen sind momentan so klein, dass die vernachlässigt werden können. Also, ne, US-Dollar sind sozusagen geladen auf den Kryptobörsen, aus wo auch immer. Und das ist natürlich eine riesige Kaufkraft, ne? Muss man im Hinterkopf behalten. Ist meiner Meinung nach ein Anzeichen dafür, dass wir ziemlich schnell wieder in die Höhe schießen werden, weil, ne, diese Gelder, die haben die Leute ja nicht dahin geschickt, um dort die auf den Börsen anzulegen, ja? Sondern das ist Kaufkraft für Krypto. Und ja, das sehe ich als positives Zeichen. Ist wie gesagt eine Rekordhöhe. Ja, war in den letzten Jahren noch nie so hoch gewesen. Und was man aber auch beachten muss, ist Tether, ja, das ist die größte stabile Währung, also 1 zu 1 Dollar in Krypto. Ist nicht so transparent, wie man denkt. Für Kleinanleger wie die meisten oder wie ich auch, ja, ist das jetzt nicht wirklich problematisch. Aber sollte sich doch einer dazu finden, der, sagen wir, im Millionenbereich hantiert, ja, denkt bitte dran, bei Tether, obwohl das der größte ist und der stabilste 1 zu 1 Währung ist, weiß man nicht, ob die tatsächlich hundertprozentig gebackt sind. Die sagen zwar, die sind hundertprozentig gebackt, das seht ihr an dieser Grafik hier, aber davon sind umgerechnet nur ca. 50% tatsächlich stabile Sachen. Ja, das sind Gold, ne? Gold und staatlichen Bonds und so weiter und natürlich auch Cash-Reserven und von den restlichen drei Viertel sind nochmal etwa ein Dreiviertel, die nennen sich Commercial Papers. Das sind Schuldscheine oder Darlehen oder so von irgendwelchen Firmen. Ja? Und ob diese Firmen tatsächlich liquide sind, wie schnell die ihren Schulden, ne, oder Darlehen zurückbezahlen können, falls es nötig ist, weiß man nicht. Ja? Das heißt, diese große Menge von insgesamt, wenn du diese beiden multiplizierst, kommst du auf 49%, also fast Hälfte der Währung, was die angeblich zurücklegen für das Drucken der USD, also USD-Kryptowährung auf der Blockchain, ist ja, zweifelhaft, ja, ob die da sind. Was bedeutet das in konkret? Naja,
solange wir im Bullenmarkt sind, ja, und mehr Geld reinfließen, ist das kein Problem. Ja, das heißt, die können da theoretisch meiner Meinung nach auch, keine Ahnung, doppelt so viel Scheine drucken, ja. Aber wenn wir aus dem Bullenmarkt herauskommen und in einen Bärenmarkt gehen und wenn Großinvestoren vor allem, ja, anfangen und sagen, ja, ich steige komplett aus dem Krypto raus, ja, ich möchte bitte meine US-Dollar, die ich hier auf der Kryptowährung habe, in echte Dollar umwandeln. Und wenn alle das gleichzeitig machen, wovon ich, ne, nicht wirklich ausgehe, aber die Chance, ne, ist nicht null, ja, dann könnte es natürlich Probleme geben, weil dann müssten die theoretisch alles, ne, was die hier hinterlegt haben, auch die 49% mit, ne, kommerziellen Papiere, also Schuldscheine, Darlehen, einlösen. Ja, und wenn jetzt einer vorbeikommt und sagt, nee, ich hab das Kapital nicht, ja, ich kann dir das erst in 3 Monaten oder in 6 Monaten zurückzahlen, dann stehen die in der Bredouille. Ja, das heißt, dann könnten die theoretisch in eine Lage reinkommen, wo die sagen, nee, wir können euch das nicht zurückzahlen. Behaltet euer USDT auf der Blockchain, ja, bis wir das Geld wieder haben, dann können wir euch einzeln auszahlen. Und was würde sowas kosten? Dann würde natürlich diese stabile Währung, die 1 zu 1 auf Dollar gekoppelt ist, abstürzen. Ja, muss man im Hinterkopf behalten. Ich gehe eher nicht davon aus, dass sowas passiert. Ja, die werden, denke ich, rechtzeitig reagieren darauf. Aber ist die Möglichkeit. Und da habe ich auch ein Video zu. Könnt ihr mal durchblättern. Das heißt, bei mir risikoarme Anlage, ja, in Krypto, stabile Währung. Da empfehle ich tatsächlich auch zum Beispiel, ist meine Meinung, statt nur zum Beispiel in USDT oder in BUSD das anzulegen in ein Wechselpaar, ja, zum Beispiel BSUD gegen USDT. Das sind beide stabile Währungen, also 1 zu 1 gekoppelt an US-Dollar. Und wenn ihr zum Beispiel statt nur in USDT euer Geld zurücklegt auf der Börse, ich spreche hier von Binance zum Beispiel, in ein Währungspaar anlegt, also USDT gegen BUSD, kriegt ihr auch zum Beispiel zusätzlich mehr Rendite. Ich glaube, das sind 13% irgendwie so um den Dreh. Ja. Das ist Jahresprozente an Rendite. Das heißt zum Beispiel für Leute, die jetzt nicht direkt Kryptos kaufen wollen und auch nicht ihr Geld auf ihrem Sparkonto liegen haben wollen, empfehle ich zum Beispiel sowas. Ja. Ist ziemlich, meiner Meinung nach, das Niedrigste, was man Risiko haben kann bei einer Anlage. Und vor allem, wenn du auf der Plattform selbst wie Binance anlegst, hast du auch zusätzlich die Absicherung durch Binance selbst. Die haben ja einen Absicherungsfonds, dass tatsächlich, wenn eben dieser Pool angegriffen werden sollte, wovon ich nicht ausgehe, dass du auch entschädigt wirst. Ja. So viel zum USDT. Das war Bunny und ja, die Nachrichten bleiben weiter positiv. Es kommen täglich neue Nachrichten zu den Blockchains raus. Und hier seht ihr, in den letzten Monaten haben die Großinvestoren mehr Ethereum gekauft als Bitcoin. Ja, spricht auch weiter für den Bullenmarkt, weil im Bullenmarkt mal eher auch die großen Anleger in die alternativen Altcoins gehen, weil die einfach mehr Rendite anbieten. Ja. Und Ethereum ist eben der größte. Und da wollte ich jetzt am Schluss mit euch nochmal kurz über die Liste der Coins gehen, weil wir haben jetzt eine gute Kaufgelegenheit, finde ich, ja, wenn der Sturz komplett vorbei ist. Wir haben jetzt 30, 40%, bei vielen Coins sogar 50% Nachlass, Preisnachlass, nenne ich das mal so, gegenüber den Hochpunkt vor noch 2, 3 Wochen. Ja. Und für alle, die jetzt gerade in den Kryptomarkt hinzukommen, würde ich eben einige Punkte oder einige Coins mal durchgehen. Bitcoin, Ethereum sowieso, ja, das sind die großen Player. Ich habe auch, ich glaube, ein, zweimal erwähnt, wie mein Portfolio im Bullenmarkt aussieht. Ich würde circa 30, 30 oder 40, 30 in Bitcoin, Prozent in Bitcoin, Ethereum investieren. Binance ist ein sehr guter Wert, der war mal bei über 700, meine ich. Ist aktuell bei 300, also fast 50% Nachlass gegenüber der Hochpunkt. Ja. Würde ich auch definitiv reinnehmen. Ja, sehe ich als großer Coin. Cardano, XRP und Polkadot, das sind drei große Player. Da sehe ich bei Cardano tatsächlich das meiste Potenzial. Wenn ihr euch die Seiten mal anguckt, die haben riesige Menge an Apps, ja, die bereitstehen und die warten nur darauf, dass diese Guggen-Update
online geht. Und ich schätze, das wird im Juni auch passieren, wenn das zeitmäßig passiert. Und dann wird da einfach so viel los sein auf der Chain. Wie gesagt, die stehen extrem bereit in den Startlöchern. Die haben ja auch letztens in Afrika noch Kooperationen abgeschlossen. Also Cardano im Auge behalten. XRP finde ich ist auch großer Player, war auch schon 2017, 18 dabei. Und da gibt es halt immer diese News wegen SEC-Verfahren, und das zieht ein bisschen den Wert nach unten, ja, weil bei jeder Neuigkeit, die man zu XRP liest, steht dabei, ja, mit anhängenden Verfahren vor Gericht. Und aber wenn ihr euch mal anguckt, die agieren überall in der Welt, ja, schließen Partnerschaften mit anderen Ländern, und da ist SEC überhaupt nicht zuständig. Und auch diese ganze SEC-Geschichte finde ich ist ein bisschen, ja, muss man für sich selbst beurteilen. Ich finde das nur als News, ne, da den Wert dran festzusetzen, ist ein bisschen kritisch. Ja, also XRP, wie gesagt, Polkadot und Cardano sind drei Big Player aus meinen Augen. Kann man auf jeden Fall eins aussuchen, kann man nicht falsch liegen. Haben alle sehr viel Potenzial. Dogecoin, ja, Dogecoin. Das sind viele Menschen geteilte Meinung. Ist als Witzcoin angedacht ursprünglich, ja, muss man erwähnen. Und auch wenn Elon Musk dahinter steht und sowas postet wie, ja, arbeitet seit 2019 mit Doge zusammen. Ich hab vor ein paar Tagen im Video mal gepostet, wenn ihr euch mal die Git-Historie auf Doge anguckt. Git ist eine Open-Source-Plattform für Source-Code-Entwicklung. Da ist seit 2017 nichts mehr passiert, mehr oder weniger, ja. Das heißt, der Coin steht still, und diese angebliche große Entwicklung, die von Elon Musk angekündigt wurde oder wird, die hat nicht stattgefunden. Ja, das ist viel heiße Luft dahinter. Nichtsdestotrotz ist Doge. Ich habe auch selbst eine kleine Doge-Position. Ja, Spielposition. Ich glaube auch nicht, dass der Doge wieder komplett in der Versenkung verschwinden wird. Aber dass Doge demnächst als Standard digitale Währung in allen möglichen Bereichen eintauchen wird, davon gehe ich auch nicht aus. Ja. Also ist eine risikoreiche Position. Falls ihr in Doge reingehen wollt, bitte selbst nachforschen und Entscheidungen treffen. So, Internetcomputer ist vor kurzem hochgeschossen. Ja. Ist vielversprechendes Projekt, müsste ich aber selbst noch genauer nachforschen, vor allem weil da sehr viel Technisches dabei ist. Das soll der nächste große Hit werden und komplett praktisch das bisherige Internet ablösen, insofern dass kein großer Konzern mehr oder weniger Macht über die großen Bereiche vom Internet hat. Und ja. Also alles dezentralisiert, keine Filterung mehr, keine Kontrolle mehr von den großen Amazon, Facebook und so weiter. Ja, ich muss mir das Technische mal durchgehen, um da einen genauen Urteil drüber fällen zu können. Also zum aktuellen Zeitpunkt, ja, bin ich nicht investiert, kann ich nicht empfehlen, kann ich auch nicht davon abraten. So, was haben wir noch? Chainlink habe ich schon ein paar Mal in meinen Videos erwähnt. Finde ich sehr interessanter Wert. Die sind also mehr oder weniger der größte Player bezüglich Oracles, ja. Und da werden viele drauf einspringen, weil die ganzen Dexen, die jetzt hochkommen, auch Polygon und so weiter, die brauchen einen richtigen Oracle, der gut funktioniert. Die bisherigen Oracle funktionieren einigermaßen, aber wenn Kurse stark schwanken, ja, wie man jetzt in den letzten Tagen sieht, und großen Bewegungen drin sind, dann sind die Oracles nicht so nicht präzise genug, ja, und funktionieren nicht gut genug. Und da ist Chainlink die Lösung aktuell. Ja, das ist wie, ja, wenn man jetzt großen Programmierung machen will, dass man einfach um Java oder C++ nicht vorbeikommt. Da ist Chainlink der große Platzhirsch in dem Bereich. Sehe ich viel Potenzial drin. Solana, Stellar, bin ich nicht so weit drin, soll aber eigentlich beide ähnlich, Polkadot und so weiter, große Chain sein mit viel Support. Und vor allem auch von großen Fonds, ja, oder großen Unternehmen, die da drin investiert sind. Das findet ihr, das geht ihr, da habe ich ein Video zu extra, wie man neue Werte findet. Ja, werde ich euch unten verlinken.
Da seht ihr, dass viele große Anleger dort drin investiert sind. Polygon ist tatsächlich nach Ethereum, sehe ich sogar aktuell in der Entwicklung noch besser als Cardano. Warum? Weil die sind schon online, die laufen und täglich steigt dort die Umsätze, bzw. die Transaktionen extremst. Warum? Polygon ist eine zweite Layer auf Ethereum, ja, und die lösen die aktuellen großen Probleme auf Ethereum. Ethereum hat das große Problem, dass die an der Grenze sind aktuell und da wird auch bis Anfang nächstes Jahr keine Besserung kommen, ja, und vor allem was die Fees angeht. Ethereum Fees kennt jeder 20, 30, 40, $50 pro Transaktion. Ja, das ist enorm und das ist für Kleinanleger tödlich. Ja. Und das lösen die. Und da die auf Ethereum direkt basieren und auch die gleiche Virtual Machine benutzen, das sind die großen Software, die auf Ethereum laufen, die sind mittlerweile schon rübergewandert oder viele, ja, auf Polygon. Und die sind praktisch vergleichbar mit Binance, ja, von Geschwindigkeit, Transaktionsgebühren und so weiter her. Und ihr seht ja, wo Binance steht, ne? Mit 58 Milliarden Marktkapitalisierung auf Nummer 4 aktuell, also eigentlich Nummer 3, weil Nummer 3, das ist die stabile Währung, die würde ich nicht dazu zählen. Und ihr seht ja, Chainlink bei 10 Milliarden. Und wenn ihr euch die Entwicklung von Chainlink anguckt, also die Transaktionsvolumen, und das geht so schnell in die Höhe, das ist wie Binance im Januar, Februar, März, so in der Richtung, ja. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Ethereum weit hinter sich lassen werden, wenn sich das weitergeht. Ja, also nicht die Gebühren und so weiter, aber die Transaktionsvolumen und auch Entwicklung. Und ja, bin ich auch selbst drin investiert, kann ich euch nur empfehlen. Also alle, die noch nicht überhaupt nicht investiert sind, aber seht zu, dass ihr vielleicht nicht gerade investiert, wo die hochgeschossen sind. Die sind in den letzten Tagen extrem hochgeschossen, das seht ihr hier, ja. Wo alle anderen abgestürzt sind, haben die riesen Sprung nach oben gemacht und auch jetzt sind die ja nicht weit vom Hochpunkt entfernt. Hochpunkt war bei 2,3, also $2,3 aktuell bei 1,75. Ja. Also, so viel dazu. Morgen früh um 9 spätestens wieder gibt es ein neues Video dazu. Ich werde heute im Laufe des Tages nochmal eins machen zum Thema Small Caps. Ja, falls ihr noch Interesse daran habt, schreibt mir auch gerne unten rein, wofür ihr euch interessiert. Ich gucke sie mir gerne an. Small Caps mache ich bei mir maximal 25 bis 30% des Gesamtkapitalanlage aus. Ja. Weil Small Caps sind eben mit viel Risiko verbunden, höheres Risiko als die großen Werte. Und ich würde zwar nicht so viel Anlage in Small Caps empfehlen. So viel dazu. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.